Moin Moin und willkommen zurück zu einer neuen Folge SnowRunner. Jawohl! Wir sind weiterhin in Ontario unterwegs und wir sind hier bei dem Caterpillar CT681, mit dem wir letztes Mal hier den Wasserturm fertig gebaut haben. Und den können wir weiter benutzen, denn Nachrichten aktivieren. Hier den Kanal abonnieren. Jawohl, wir wollen nämlich mal versuchen, jetzt diesen Wasserboom 4 fertig zu machen. Dafür brauchen wir zweimal abgepackten Sand und zweimal kleine Rohre. Dazu müssen wir leider zu beiden Lagerhäusern. Aber naja, so ist das nun mal. Und noch einer. Es ist dieselbe Geschichte. Du hilfst uns beim Transport. Wir bieten funktionierende Wasserversorgung und einen zusätzlichen Bonus. Ha! Also so wie das jetzt klingt, kriegen wir hier wirklich Wasser. Ganz normal. Ich hoffe, dass es so ist. Ich nehme jetzt hier die Folge übrigens direkt hintereinander auf. Also gleich nach der von gestern, die ihr gesehen habt. Deswegen kann ich eure Kommentare gar nicht lesen. War auch vielleicht ein bisschen dumm von mir, zu sagen, ihr sollt mir Kommentare schreiben. Obwohl ich es gar nicht in der Zwischenzeit lesen kann. Nee. Naja. Das Gute ist, wir brauchen zweimal kleine Rohre und zweimal Sand. Und ich glaube... Moment mal, gibt es den Sand auch hier drüben? Abgepackter Sand, 4 Stück, ja. Ich glaube, dann holen wir den von da. Aber wir müssen hier trotzdem einmal nochmal kleine Rohre mitnehmen. Genau, denn ich wollte, glaube ich, den abgepackten Sand lieber hier lassen. Moment. Falsche Einfahrt. falls wir nämlich noch ein bisschen abgepackten Sand und so weiter in den anderen Bereich fahren müssen. Das kann nämlich auch sehr gut sein. Weil ich hatte schon gesehen, dass es auch ein paar Quests, also ein paar Aufträge, Aufgaben gibt, wo wir drüben noch was aufbauen müssen. Ich glaube, da müssen wir auch Wassertürme aufbauen. So, Allradantrieb hatten wir schon aktiviert, okay. Gehen wir in den Haargang. Und das klappt ganz gut. Ich versuche mal hier hochzukommen. Sehr gut. Sehr schön. Dann haben wir hier direkt einen Weg wieder zurück. So, kleine Rohre. Genau, die nehmen wir mit. Sind hier leider jetzt die letzten kleinen Rohre in diesem Lagerhaus. Mal gucken, mal gucken. Ob wir dann jetzt damit auskommen mit dem ganzen Krams. Ist natürlich auch immer ein bisschen herausfordernder, vielleicht. Wenn man nicht unendlich viele Materialien zur Verfügung hat. Manchmal vielleicht auch ein bisschen nervig. Ich glaube, ich mag die Variante von Yukon am liebsten, wo wir überall so Lagerhäuser hatten, wo es so ein paar Materialien gab. Und dann halt auch diese Häuser, die man kaputt machen konnte sozusagen. Also davon war ich nicht unbedingt so angetan. Aber ist eigentlich ganz cool, wenn man zwischendurch mal... Ah ja, ich fahre so das volle Pritschenauflieger einmal dahin. Aber ich brauche dann noch einmal Holz. Ah! Da ist zum Glück noch so ein Haus in der Nähe, wo ich Holz bekomme. Dann kann ich das so machen. Ist eigentlich auch schon wieder ganz cool. Aber was ich am besten fand, ist, dass es halt diese Lagerhäuser gab, wo es nur eine bestimmte Anzahl an Materialien gab. Aber ganz am Anfang der Bereiche oder des Bereichs, des ersten Bereichs, gab es ja ein Lagerhaus, da, wenn man ein bisschen nach Norden gefahren ist, wo es von Ernsthaft jetzt? Der Baum da jetzt?
Kann er nicht bitte irgendwie verschwinden? Jetzt. Na, ist egal. Also der eine Baum, ne? Den haben sie da extra so platziert, dass man da echt bescheiden oder rüberkommt, beziehungsweise da ab und zu mal hängen bleibt. Das ist halt. Das ist so ein kleiner Arschlochbaum. Von den Entwicklern platziert. Jemand, der uns alle ein bisschen ärgern will. Yes. Genau, in Yukon war es ja so, genau. Da gab es ein Lagerhaus oder eigentlich mehrere, glaube ich auch. Wo es von den Materialien unendlich dann gab. Aber der Trade-off war dann sozusagen. Dass man dann halt eine extrem lange Fahrt vor sich hatte, weil man dann direkt beim ersten Lagerhaus die Sachen holen musste und dann ja zum Teil halt über die ganze Karte fahren. Also hatte halt natürlich sein Gutes, weil es unendlich Sachen gab, aber hatte auch das Schlechte, dass man dann dafür einen langen Weg vor sich hatte. Aber ich glaube, so finde ich das am besten. Deswegen, letzte Folge hatte ich das ja auch so gesagt mit den. Oder hatte ich ja. Ja, ein bisschen gemeckert über diese Größe der Wassertanks. Das wäre halt wirklich cooler, wenn man einen Wassertank-Aufflieger hat. So einen ganz großen, der dann extrem schwer ist, aber dafür, dass man den schweren genommen hat, kann man halt mega viel Wasser transportieren. So. Das wäre halt, ja, wäre halt ein Trade-off, aber wäre ganz cool. So, kleine Rote. Nehmen wir mit und brauchen noch abgepackten Sand. Dann packen wir einen hier hin und einen auf die Verladerampe. Dann müssen wir nämlich ein kleines bisschen überladen. So. Muss mal überlegen. Genau, die Stützen können wir ausfahren. Und dann nehmen wir den hier mal mit. Den guten Sand. Und. Ja. Genau, also so eine Art von Mechanik hätte ich mir dann gewünscht. Denn das ist dann so ein bisschen. So. Stößt wieder einfahren, genau. So. Das ist dann nämlich so ein bisschen sowas, was ich sehr gerne habe. Was ich dann ja auch sehr gerne mache, nämlich mit dem. Können wir das so machen? Mit dem Super Heavy. Denn der Super Heavy hat natürlich den großen Nachteil, dass. Kommen wir hier geradeaus durch? Naja, ich glaube nicht, dass zu viele Steine im Weg. Wir fahren hier den ganz normalen Weg. Genau, der Super Heavy hat ja natürlich den Nachteil, dass er halt extrem unpraktisch ist, weil er so extrem lang ist. Und ja, mit diesen Stützen halt auch gerne mal aufsetzt und so weiter. Allerdings ist das Coole an dem Super Heavy natürlich, der hat 8 Plätze. 8 Frachtplätze und damit kann man halt. Manche Missionen. Uiuiuiuiui. Was schaukelt der sich denn so auf hier? Damit kann man dann viele Missionen, wo man zum Beispiel 4-mal Stahl oder sowas braucht, die kann man dann einfach mit einer Fahrt fertig machen. Aber diese Fahrt ist dann halt ein bisschen härter, ein bisschen anspruchsvoller, weil der Super Heavy ist halt. Super heavy. Der ist halt extrem lang. Und man muss ein bisschen aufpassen, wie man fährt und so weiter.
ist halt ein bisschen eine Challenge. Und das finde ich zum Beispiel halt mega cool, wenn ein Spiel das so macht, so löst. Und so hätte ich mir das zum Beispiel auch mit dem Wasser gewünscht. Dass man halt einen richtig krassen Auflieger hat, wo dann, ja, 8000 Liter reingehen oder sowas. Muss ja auch nicht zu overpowered sein, sozusagen. Weil 8000 Liter sind dann jetzt, ja, doppelt so viel, wie wir jetzt transportiert hatten einmal. Letzte Folge. Aber es würde das auf jeden Fall ein bisschen verkürzen. Das ist mal so. Es wäre anspruchsvoller, weil man könnte ihn halt extrem schwer machen. Dass man halt natürlich sehr große Probleme hat im Schlamm und so weiter. Oder Steigung oder sowas. Die zu bewältigen, geht dann halt nur mit einem sehr guten Truck oder so. Aber nun ja. So. Ich will jetzt auch mal überlegen, wo wir genau langfahren. Ich glaube, wir müssen hier leider so richtig nah am Abgrund langfahren. Aber das machen wir auf jeden Fall sehr langsam. Denn ich habe keine Lust umzukippen. Ui. Okay. Alter Falter. Ich muss sagen, der Caterpillar hat Bock. Der hat richtig Kraft. Halt das Gefühl. Ey, das ist heftig. Sehr, sehr gut. So, kommen wir. Doch, wir kommen auch da hinten durch den Wald, ne? Ich meine, wir sind da mit dem Platt durchgekommen. Dann sollten wir das auch so schaffen. So, wir müssen jetzt nur ein bisschen aufpassen, dass wir die Palette nicht verlieren. Oh, na, jetzt hängen wir da am Baum und am Stein fest, glaube ich. Ah, müssen wir hier erstmal geradeaus, glaube ich, ja. Ah, das ist natürlich ein bisschen doof hier. Ich meine, so soll man es ja eigentlich auch nicht machen. Überladen und so weiter. Ah. Jetzt hängen wir hier am Hügel fest. Okay. Ja. Das ist ein Baum, den man umfahren kann, oder? Hoffentlich. Na komm. Okay. Aber wir haben ja noch eine Geheimwaffe. Die Winde. Jawollo. Achso. Handbremse sollte man auch lösen. Yes, sehr gut. Das ist auf jeden Fall einer, den man umfahren kann. Das ist sehr gut. So. Achso. Automatik, damit wir wieder rückwärts fahren können. Ja. So. Und wir verlieren die Ladung, richtig? Nein. Ach. Da ist noch ein Weg im Baum. Baum im Weg. Ja, jetzt verlieren wir die Ladung. Genau. Hey, komm mal her hier. Komm mal ran auf den Meter. So. Das können wir aber auch einmal kurz so machen. Bevor wir es gleich wieder richtig draufpacken. So, genau. Hier stehen wir wieder einigermaßen richtig. Dann können wir eben kurz wieder draufladen. Mann, Mann, Mann. Ich hoffe, das lohnt sich jetzt. Mit diesem Wasserboom. Ich hoffe, dass es jetzt, dass wir dann da Wasser kriegen. Und nicht, dass wir das dann ja irgendwie nur speichern können oder sowas. Das wäre richtig ärgerlich. Aber werden wir gleich sehen. So. Okay. Weiter geht's. So. Hier links fahren wir nicht über den Hügel.
Das ist mir zu heikel. Und wenn wir da Wasser kriegen, dann können wir vielleicht sogar in dieser Mission oder in dieser Folge, nicht in dieser Mission, in dieser Folge die ganzen Lagerhäuser vielleicht schon fertig machen. Auf jeden Fall 2 Stück. Weil ich meine, der Derry ist ja doch schon nicht der schnellste. Jedenfalls mit dem Anhänger noch hinten dran. Aber ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ich meine, ich mag auch den Azov 64313 oder 131. Ich weiß es nicht. Ich verwechsel das immer. Aber den mag ich ja auch. Der ist ja auch nicht so der schnellste, aber er ist konstant. Und das ist manchmal auch mehr wert. So. Aber ich muss sagen, ey, der Caterpillar, der ist hier sehr gut unterwegs. Also, ganz ehrlich, wenn ihr einen coolen Truck sucht, um hier ein bisschen durch so halb hohen Matsch zu fahren, der Caterpillar, der macht das ganz gut. Mann, Mann, Mann. Sogar mit Auflieger. Also der hat auf jeden Fall Kraft. Kraft und Bock. Yes. Und was ich letztes Mal auch schon vergessen habe. Und fast auch schon die ganze Zeit vergessen hätte. Mein Getränk. Jawohl. Es ist so schön blau. Denn. Moment. Ich dachte, wir hätten hier abbiegen können. Ich meine, könnten wir bestimmt, aber wir nehmen hier mal lieber den Weg. Ich habe endlich bei meinem Penny. Ich glaube, vor einem Monat oder sowas sollte es eigentlich schon längst im Angebot gewesen sein. Und zwar Pepsi Electric. Die blaue Pepsi. Da sollte die eigentlich schon da sein. Ich glaube, vor einem Monat oder sowas wurde sie schon im Angebotsheftchen präsentiert. Ich habe die nirgendwo gefunden. Ich war sogar bei 2 verschiedenen Pennys. Aber die gab es nirgendwo. Entweder war die direkt ausverkauft oder die haben die halt hier einfach nicht gekriegt. Kann ja auch sein. Aber jetzt habe ich sie endlich mal bekommen. Und ich muss sagen, die schmeckt mir. Hätte ich nicht gedacht, weil ich auch ziemlich skeptisch war, weil da drauf steht, dass die ohne Zucker ist. Und ich bin eigentlich auch kein Freund von Süßungsmitteln, weil die mir... Was ist das denn schon wieder? Wir haben einen Baum wieder eingepflanzt. Ey, alter Falter. Was ist denn das hier? Jetzt hängt er da am Dings fest, oder was? Hinten dran? Ey, das gibt's nicht. Das kannst du nicht ausdenken, ne? Sowas. Das kannst du echt nicht ausdenken. Jetzt müssen wir den hier irgendwie ein bisschen zur Seite ziehen, oder was? Okay, jetzt sollte es eigentlich vorangehen.
Aber wir müssen natürlich unsere Palette wieder auf... Haben einfach einen Baum wieder aufgestellt und wieder niedergerissen. Aber, naja, was soll's. Genau, ich bin kein großer Fan von... Süßungsmitteln, beziehungsweise Getränken mit Süßungsmitteln. Weil die schmecken mir meistens nicht. Zum Beispiel... Coca-Cola Light. Coca-Cola hat immer diesen... Ich weiß nicht, welches Süßungsmittel das ist. Ist es dieses... Acesulfat K oder sowas? Acesulfam? Ich weiß es nicht mehr. Die haben aber auf jeden Fall einen so einen... penetranten Geschmack. Deswegen mag ich auch die Coke Zero nicht. Also wenn ich Coca-Cola trinke, dann eigentlich nur die mit Zucker. Und von Pepsi mag ich zum Beispiel auch Pepsi Max nicht. Weil ich das irgendwie krass rausschmecke. Das hat immer so einen komischen Nachgeschmack. Süßungsmittel. Aber hier bei dieser Pepsi Electric schmeckt man das nicht so. Die ist extrem süß, muss man sagen. Hat auch irgendwie fast gar nichts von Pepsi. So ganz, ganz leichten Pepsi-Geschmack. Aber schmeckt mir. Da sind auch irgendwie drei verschiedene Süßungsmittel drin oder sowas. Wahrscheinlich macht es die Mischung irgendwie. Naja. So, abgepackter Sand. Einmal, jawohl, kleine rote. Zweimal, sehr schön. Und jetzt können wir noch den Kran wiederherstellen und einmal verladen. Und bauen noch einen Wasserturm auf. Jawohl. Und da steht er. So, eine Wasserstation als Belohnung. Boom! Lass das Wasser fließen! Yes. Dann hoffe ich, dass wir hier wirklich jetzt das Wasser bekommen. So, jetzt ist die Frage, wo fahre ich am besten aus dem Weg? Ich glaube, ich fahre einfach hier vorne hin. Neben den Trailer hier. Irgendwie so. So. Sehr gut. Dann können wir nämlich einmal auf den Dairy Special wechseln. Und wo müssen wir jetzt lang? Genau, hier vorne. Der steht nämlich noch genau so, wie wir ihn letztes Mal abgestellt haben. Ups. Die Handbremse wieder reingemacht. Warum auch immer. So. Dann holen wir mal Wasser. Hoffentlich. Ich hoffe, dass es jetzt hier geht. Wäre aber eigentlich schon. Weiß ich nicht. Wäre schon irgendwie ein bisschen komisch, wenn das nicht gehen würde. Aber. Es ist SnowRunner. Manchmal gibt es hier auch merkwürdige Spielmechaniken. Von daher. Ja. Und merkwürdige Sachen, wie zum Beispiel hier mit dem Stamm. Also. Ich will es nicht irgendwie verneinen oder sowas. Also, wenn es euch interessiert hat, die Pepsi, könnt ihr sie euch ruhig holen. Es ist nicht so, dass sie irgendwie mega eklig schmeckt oder sowas. Sie ist sehr süß. Aber ansonsten, man kann es trinken. Würde ich mir die jetzt nochmal holen? Weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, da hole ich mir lieber eine normale Pepsi. Weil... das ist halt einfach fast nur Zuckerwasser. Egal. So, beziehungsweise eigentlich kein Zucker, aber... So, ja, Wasserturm. 2500, ja. Also wir müssen den immer wieder nachfüllen. Was für ein Quatsch. Das ist halt echt Quatsch. Na gut, das einzig Gute ist... ich kann den halt off-camera nachfüllen.
Wir machen es jetzt einmal on camera, glaube ich. Muss ich mal gucken, was für ein Fahrzeug ich nehme. Wir sehen uns gleich wieder. Jawollo. Und da sind wir. Mit dem guten Azov 64 131. Nicht 313. Warnleuchte aktivieren. Hier den Kanal abonnieren. Jawohl. Ich habe mich dazu entschieden. Ich nehme den großen Wassertank-Auflieger mit. Denn ich finde es irgendwie ein bisschen angenehmer, mit dem Auflieger zu fahren, als mit dem Wasseraufbau, Wassertankaufbau und noch ein Anhänger dahinter. Irgendwie mag ich das nicht so gern. Und deshalb habe ich jetzt den großen Auflieger mitgenommen. Von der Literzahl ist es theoretisch ein bisschen schlechter, weil wir 100 Liter weniger mitnehmen können. Aber ganz ehrlich, 100 Liter, dann ist das so. Das macht den Bock jetzt auch nicht fett. So, und hier vorne haben wir zum Glück einen Wasserturm, wo wir uns gleich ein bisschen, oder ein bisschen, komplett auffüllen können. Jedenfalls denke ich das. Richtig. Richtig. Jawollo. So. Kommen wir da vorne lang? Ja, ich glaube schon. Genau, und dann müssen wir jetzt hier den Weg mal weiterfahren. Jetzt natürlich mit diesem Hintergrund, dass wir diese Wasserbooms immer wieder auffüllen müssen, macht es Sinn, hier diesen Wasserturm 1 auch fertig zu machen. Beziehungsweise eigentlich macht das viel mehr Sinn, den fertig zu machen, anstatt den zweiten fertig zu machen. Denn hier hat man dann eine Strecke von hier zu dem Wasserboom zum ersten, die relativ easy ist, wo man einfach nur geradeaus hier langfahren muss. Ich glaube, diese Stelle hier ist ein bisschen tricky, aber eigentlich nicht der Rede wert. Vor allem, wenn man sich so ein Azov mitnimmt oder sowas. Ist ja nicht so das Problem. Das Einzige, was da ein bisschen Probleme machen könnte mit der Zeit, ist halt der Tank. Also man muss vielleicht zwischendurch mal Versorgungsfahrten machen oder so. Aber dann ist es so. Deswegen wird es eigentlich Sinn machen, vielleicht jetzt noch den Wasserturm 1 fertig zu machen. Ich meine, irgendwann machen wir den sowieso fertig, also warum nicht jetzt vielleicht? Ich weiß es nicht. Aber was mir da halt so ein bisschen Sorgen macht, ist, dass wir die Materialien dafür vielleicht irgendwie besser verwenden könnten am Anfang. Weiß ich nicht. Weit von Anfang geht es auch erstmal so mit dem Auflieger hier und der Weg zu dem Wasserturm, wo wir gerade waren, ist ja jetzt auch nicht so extrem wild. Natürlich hier diese Engstelle ist ein bisschen doof, aber wir wissen, wir müssen die jetzt ein bisschen weiter links nehmen vielleicht und dann sollten wir, glaube ich, nicht hängen bleiben. Ja, sollten wir sowieso nicht mit einem Auflieger. Einfach so. Oder mit diesem Tankauflieger, weil der kommt, glaube ich, ein bisschen besser zurecht mit solchen Sachen als der Pritschenauflieger. Pritschenauflieger hat ja vorne auch nochmal so eine, ich weiß nicht, sieht halt aus wie so ein kleiner Zaun oder sowas, so ein Geländer. Irgendwie. Womit der ganz gerne mal hängen bleibt. Oder aufsetzt oder sowas. Aber hier bei dem Tank geht das eigentlich.
Der hat zwar auch da diese Stützen, aber das scheint wohl nicht ganz so schlimm zu sein. So, und da vorne ist der erste Wasserboom, den wir jetzt auffüllen. Und ich hoffe, dass wir dann das Wasser, was wir hier reinmachen, hinten bei dem vierten Wasserboom wieder rausholen können. So, hier steht auch noch der gute Caterpillar CT680. Und wir gucken einfach mal. So, genau, der Wasserturm ist leer. Und wir machen den jetzt voll. Und jetzt wechseln wir nochmal zum Dairy Special und der Wasserturm ist leer. Okay, ich verstehe das System einfach nicht. Wozu haben wir dann hier diese Wassertürme? Da macht doch überhaupt keinen Sinn, das Wasser hier hinzubringen, um es dann wieder abzuholen. Dann kann man das doch auch gleich sein lassen und direkt dahin fahren. Oder muss man hier jetzt noch irgendwie eine Verbindung schaffen, indem man alle Wasserbooms fertig macht? Das wäre noch das Einzige, was ich mir vorstellen könnte. Oder hier diesen Wasserturm noch fertig machen oder sowas. Aber das ist ja halt auch schon wieder Quatsch. Ach, ganz ehrlich. Ganz bescheidene Mechanik. Das ist wirklich eine ganz, ganz bescheidene Mechanik. Nee. Das fuckt mich ein bisschen ab. Ich beende die Folge. Ich guck mir das nochmal an. Ich guck mal vielleicht irgendwie nach Tipps und Tricks oder sowas dafür. Weiß ich nicht, weil eigentlich wollte ich heute noch eine Folge aufnehmen, aber das ist jetzt ein bisschen doof mit dem Wasser. Naja, wenn euch die Folge trotzdem gefallen hat, gerne Daumen nach oben da lassen, Kommentar und ein Abo. Dann geht's nächstes Mal irgendwie weiter. Ich muss mal gucken, ob es jetzt mit so Wasserlieferung weitergeht oder ob ich vielleicht schon mal überall ein bisschen Wasser hinliefer auf Camera oder sowas. Und dass wir das on-camera nur noch einmal rumfahren und eine Ladung nochmal aufteilen und dann damit alles fertig machen. Ich weiß es nicht. Muss ich mal gucken. Bis zum nächsten Mal.